Komm schon, du hast versprochen, diese Woche mit mir zu trainieren. Schon gut. Heute ist Sonnabend. Meine Woche fängt nie vor Montag an. Das ist doch anregend, Bino. Victoria Principal ist anregend. Das ist zum Kotzen. Für deinen Kreislauf ist es ausgezeichnet. In diesem Augenblick entdecken nämlich deine roten Blutkörperchen einige vorher völlig unbekannte Bahnen. Scotty, beam mich rauf zum Kühlschrank. Oh, das ist der schwere Teil. Nimm dir irgendwas als Gewicht. Oh, ich hab alles, was ich brauche. Und glaub mir, Bino, du wirst mir noch dafür dankbar sein. Gymnastik kann dein Leben wirklich sinnvoll erfüllen. Ja, ich bin auch schon ganz gefüllt. Ja, Bino, hör auf damit. Ja, danke, ich hätte beinahe meine Salami verloren. Mama! Hallo, Onkel Bino. Rate, was passiert ist. Brian Richards hat dich in der Mathestunde angelächelt. Nein, viel besser. Gibt's denn noch was Besseres? Ich habe meinen ersten Babysitting-Job, und zwar bei den Sullivans. Aber Evie, du hast doch überhaupt keine Erfahrung als Babysitter. Was? Ich habe doch einen Babysitterkurs mitgemacht. Und ich hatte die höchste Note von allen. Aber Schatz, du hast mit Puppen geübt. Echte Babys können weinen, rumstrampeln und sich nass machen. Konnten die Puppen auch. Komm schon, Mama, sag nicht nein. Ich weiß nicht, du hast das noch nie in deinem Leben gemacht. Bino, was meinst du? Ich mache mir auch Sorgen, Evie. Über die Bezahlung. Bino, das Geld ist nicht das Wichtigste bei der Sache. Hm. Außerdem bin ich sicher, dass die Sullivans sie gut bezahlen werden. $1 die Stunde. Diese verfluchten Geizhälse. Kein Wunder, dass sie so reich sind. Ja. Bino, fang jetzt endlich an zu joggen. Okay, ich jogge schnell zu meinem Kühlschrank. Also, wie ist es, Mama? Darf ich babysitten? Naja, also schön. Danke, Mama. Aber bevor du anfängst, werden wir noch ein paar Erste-Hilfe-Übungen probieren. Naja. Das ist der Feuerwehr-Tragegriff. Ich muss mich gleich übergeben. So rettet man Leute aus Hochhäusern, das habe ich im Kino gesehen. Mama, die Sullivans haben ein Bungalow. Hm. Ich wollte nur, dass du für den Notfall gut vorbereitet bist. Du hast mich auf alles vorbereitet, von einem Orkan bis zur russischen Invasion. Tut mir leid, Schatz. Aber der Gedanke, dass mein Baby alt genug ist, um auf das Baby von anderen aufzupassen, macht mich ein bisschen nervös. Ein bisschen? Naja, sogar sehr. Aber ich glaube, du bist ein fabelhafter Babysitter, doch ehrlich. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Auch ehrlich? Auch ehrlich. Ich werde vielleicht heute Abend sogar ins Kino gehen. Gut. Hier ist eine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern für den Notfall. Danke, Mama. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Luftwaffe? Und Scherz. Und Scherz. Beeil dich bitte. Das Mädchen kann jede Minute hier sein. Sag mir, wohin wir gehen, dann weiß ich auch, was ich anziehen soll. Aber nein, du musst ja auf einer deiner kleinen dämlichen Überraschungen bestehen. Alice, sie ist schon da. Hallo, Mr. Sullivan. Evie, komm doch rein. Hallo, Evie. Hallo, Mrs. Sullivan. Wo ist Neil? Oh, der schläft schon fest. Der hat vor kurzem sein Essen bekommen. Gehen wir, Schatz. Evie, bedien dich einfach. Es steht alles im Kühlschrank. Wir sind um 10 wieder zurück. Okay, viel Spaß. Falls du Hilfe brauchst, schau auf den Tisch. Da liegen die Nummern von meinen Eltern, meiner Schwester, Eugenes Cousin und den Nachbarn von gegenüber. Okay, wird schon nichts schief gehen. Unter der Spüle stehen eine Taschenlampe und ein paar Kerzen. Alles klar. Der Verbandskasten liegt im Medizinschrank. Verstanden. Noch was? Falls mir noch was einfällt, rufe ich dich vom Auto aus an. Nacht. Nacht.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, in der neuen Episode der Muppet Show wird heute Abend eine Gruppe blutrünstiger Terroristen rücksichtslos zur Strecke gebracht. Und nun viel Spaß. Nass. Und du hast gerade gegessen, also kannst du auch keinen Hunger haben. Was ist los? Gehen und dabei singen. Guten Abend, gute Nacht, da, 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 da. Sagen könntest, was dir fehlt. Es liegt am passierten Spinat, den mir meine Mutter gibt. Der macht Krämpfe jedes Mal. Oh Mann. Was hast du gesagt? Der passierte Spinat. Ich habe Krämpfe jedes Mal. Was ist? Lies von den Lippen ab. Ich hab von dem passierten... Ich hab schon verstanden. Warum fragst du dann? Du bist ein Baby. Du musst Babylaute machen. So wie Gugu, Gaga.